Howdy, ihr zweieugigen Kurzhaaraffen! Hier ist wieder euer allseits beliebter White Slurp. Ich nehme euch wieder auf mein Abenteuer mit. Der komische Kommentatorentyp, der hat mir nochmal die Erlaubnis erteilt, dass ich hier die Intro-Moderation machen kann. Was ihr hier seht, ist das, was wir beim letzten Mal geschaffen haben. Wir haben hier ein bisschen an der Bude rumgearbeitet. Das braucht noch ein bisschen Licht, wie ihr seht. Jo, das hast du gut zusammengefasst, Wyatt. Wie ihr seht, braucht das Ganze noch ein bisschen Arbeit, aber während wir hier so durchlaufen, muss ich euch auch noch das ein oder andere erzählen. Ja, es gab den Patch auf die neue Version, beziehungsweise das neue Stable-Update ist draußen, ist jetzt hier auch installiert. Meine Frames spielen auch ein bisschen verrückt, muss ich gerade sagen. Die fallen mal hoch und runter, wie sie gerade wollen. Aber es sollte flüssig genug laufen. Hoppala, da seht ihr schon eins der neuen Monster und macht uns einfach Feuer unterm Arsch, ne? Ja, und in diesem Update, da gibt es einige Neuerungen, wie auch das Hoverbike und so weiter, auf das ich schon lange gewartet habe. Allerdings, die Quests wurden auch ein bisschen geresettet, da werden wir einige nochmal machen dürfen, müssen, sollen, können. Damit werde ich erstmal anfangen, denn da gab es einige Änderungen, die ich eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen will, weil sonst würde ich mich fühlen, als hätte ich was nicht gezeigt und das geht ja mal gar nicht. Ich musste auch die Teleporter wieder neu verbinden, deswegen habe ich mir hier einen Weg hochgebaut. Ihr wisst ja, ganz, ganz weit da oben, irgendwo schwebt da unsere Sternenbasis, beziehungsweise das, was immer werden soll. Denn wie das Universum generiert wird, hat sich auch verändert. Es gibt neue Planeten, neue Biome. Ich glaube, es gibt zwar generell keinen Universums-Vibe, aber damit man halt die neuen Inhalte sehen kann, braucht man halt Welten, die noch unverbraucht sind. Also man müsste weit aus seinem Gebiet rausfliegen, so Chucklefish. Da habe ich mir gedacht, ich mache da einfach mal, also ich bin da ein bisschen verschlagen und habe dann geguckt, ob das nicht geht, dass man einfach seine Universumsdateien löscht und nur dann seinen Heimatplaneten behält, den man halt haben will und natürlich die Schiffswelt. Ja, und dann habe ich rumgepriemelt, hin und her kopiert und ich dürfte jetzt ein komplett neues Universum haben, aber wir haben immer noch unser Schiff und unsere Ranch hier. Deswegen musste ich halt auch diese Teleportpunkte neu setzen, also die ganzen Teleporter, die wir ja hatten. Zwei Stück waren es, glaube ich. Einer unter der Erde, ne, und ich glaube der eine bei der Weltraumbasis und natürlich der hier in der Ranch. Kann sein, dass ich den unter der Erde noch gar nicht wieder verbunden habe, aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen eh noch ein paar Mal unter die Erde. Irgendwann wird er uns wieder über den Weg laufen, ja, als würde er selbst laufen, ne? Aber durch dieses ganze Hin- und Hergefrickel kann ich jetzt wirklich rundum alle Sterne besuchen und überall gibt's neues Zeug. Es gibt sehr viel mehr wieder zu erforschen. And that's awesome! Ja, ihr seht's hier, hier ist schon ein altes Quest wieder aufgeploppt. Wenn wir jetzt auf den Außenposten gehen, werden da noch viel mehr aufploppen. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Oh nein, hier passieren ja Sachen, von denen ihr gar nichts wissen dürft. Genau, ich habe den Außenposten noch nicht verbunden. Da würde ich sagen, dann fliegen wir da halt jetzt hin, damit ich den neu verbinden kann. Da wird eine ganze Arschladung neuer Quests auf uns warten. Ihr seht's, das ist unser altes Schiff, wie wir es kennen und lieben. Ich liebe unsere alte Bessie, sie ist ein schönes Schnauferl. Ja, also bei den Missionen, bei einigen hat sich extrem viel verändert. Ein paar sind, glaube ich, eine ist, glaube ich, normal geblieben. Und die Veränderung, die will ich euch jetzt einfach auch mal zeigen. Was haben wir denn hier? Wooden Watering Can, warum erkennt er die nicht mehr? Löschen wir sie einfach weg. Mein Tipp ist, dass Chucklefish die Datensätze zur Gießkanne verändert haben. Und dadurch ist die alte, die wir hier haben, einfach nicht mehr aktuell. So. Ja, ich weiß nicht, was mit meinen FPS los ist. Es ruckelt ab und zu ein bisschen. Und dann läuft es wieder so, wie es laufen soll. Komisch. Ich mache nichts anders als beim letzten Mal. Ja, jetzt habe ich sogar wieder die vollen 60 FPS. Ich muss es nicht verstehen, aber es ist eben so. Scotty, eine Person zum Beamen. Woher ich das übrigens weiß, dass es diese ganzen Veränderungen gab. Ich lese ja im Chucklefish-Forum mit. Und ich habe ja selbst auch einen privaten Charakter, mit dem ich da mal rumprobiert habe. Damit ich halt auch sehe, ob es da was zu tun gibt. So, die Ark, da hat sich, glaube ich, eine Kleinigkeit verändert. Wir werden das gleich sehen, denke ich. Oder auch nicht. Ich dachte, hier würde jetzt was passieren. Vielleicht nicht. Ozzlepie sich falsch erinnert. Okay, gut. Nee, egal. Ich dachte, da würde jetzt schon was passieren. Aus irgendeinem Grund passiert es wohl nicht, aber das ist kein Problem. Das kann ich auch bei einem Quest zeigen. Also bei meinen anderen Charakteren war es so, dass ich da wirklich
ziemlich viele Neuigkeiten bemerkt habe. Bei denen habe ich das auch so gemacht. Da habe ich auch einfach die unwichtigen Universumswelten beziehungsweise eigentlich das komplette Universum gelöscht und dann halt einfach nur die alten Planeten über die neuen Heimatwelten kopiert. Ja, seht ihr es, für diese grünhaarige Dame hatten wir vor Ewigkeiten schon eine Aufgabe erledigt und jetzt will sie genau diese wieder. Meine FPS spinnen. Sie möchte einen Wooden Crafting Table und den können wir ja einfach bauen. So, erledigt. Was für ein Tausch, und da kriegen wir jetzt gleich ein Iron Crafting Table und schon haben sie mehr Quests. So, die will jetzt wieder den Käfer gefangen kriegen. Also es wird jetzt viel Wiederholung geben, aber ich sag mir, ich muss das zeigen. Es geht einfach nicht anders. Die will ein Stückchen Schokolade. Ich glaube, das war ein neues Zufallsquest. Oder ist es schon ein Zufallsquest? Ich weiß nicht. Dann kaufen wir ihr einfach die Schokolade, das ist am leichtesten. So, und der da hinten will bestimmt sein schlechtes Comedy-Script. Genau, und wir wissen, das liegt da oben in dem Mülleimer. Also viel können wir jetzt natürlich schnell machen, weil wir schon viele Materialien haben und wissen, wo alles liegt und so. Boah, was ist mit den FPS los? Es geht manchmal runter auf 30, das ist nicht gut. Die will die coole Jacke, ja, die müssen wir jetzt neu basteln. Wir werden auch die Schiffs-Upgrades neu drauf machen müssen. Aber keine Angst, die Größe, die wir im Moment haben, die bleibt bestehen. Also ein Downgrade gibt's nicht. Das habe ich ausprobiert. So, die braucht einen Diamant, haben wir ja auch auf dem Schiffchen. Schiffchen, es ist doch unsere Space Bessie. Das kann ich doch nicht Schiffchen nennen. Boah, geht mir das jetzt gerade auf die Eier mit den Frames? Also, liegt wahrscheinlich am neuen Update. Wahrscheinlich ist das noch nicht ganz optimiert. Vielleicht wird da ja noch ein Hotfix nachgereicht, damit es wieder besser läuft. So, also wir müssen nochmal einen Käfer fangen. Einen Diamanten können wir von der Bessie holen. Das Skript können wir diesem Typen gleich vorbeibringen. Okay. So, ich habe zum Glück auch die Teleporttechnologie. Ah, der will noch was. Der will einen Kuchen. Für einen Kuchen, weiß ich, brauchen wir ein Ei, Milch. Ich glaube Weizen und Zucker. Weizen und Zucker müssten wir ja auf der Bessie haben. Und ich sah just aus dem Augenwinkel, dass da oben noch einer war mit einer Quest. Da schauen wir jetzt auch gleich nochmal vorbei. Da ist er ja. Hallo, bleib mal stehen. Okay, der will, dass wir mit einer Eisenrüstung zu ihm kommen. Das Blöde ist, wir haben eine modernere Rüstung. Wir müssen dann nochmal gucken, dass wir halt dann unsere alte Eisenrüstung nochmal rausholen. Weil die Rüstung, bei denen hat sich auch was geändert. Nämlich, die muss man jetzt nacheinander craften. Also klar, das musste man vorher schon. Aber jetzt muss man eben Stufe 1 haben, um auf Stufe 2 upgraden zu können. Da wird dann die alte Rüstung ja quasi vernichtet. Also man baut die nicht komplett neu, sondern baut die alte Rüstung um. Und dann kann es sein, dass wir halt vielleicht nochmal die erste Rüstung bauen müssen und so weiter. Tja, so viel dazu. Ich versuche euch das ja halt halbwegs gut zu erklären. Ja, und wir haben eigentlich auch so noch viel vor. Die Ranch muss ja noch weitergebaut werden. Es gibt neue Inhalte. Aber bis wir da erst sind. Boah, ich überlege mir jetzt gleich eine kurze Aufnahmeunterbrechung zu machen, weil hier die Leistung so komisch rumspinnt. Aber ich verstehe nicht warum. Ich weiß nicht wieso. Natürlich können wir auch die Framedrops einfach aushalten. Es ist ja kein Weltuntergang, es nervt nur ein bisschen. Ich hoffe halt, dass es überwiegend flüssig bleibt, aber man weiß es nie. Ich mache hier die Kiste auf und da wird langsamer. Muss ich das verstehen? Wyatt and the Quest for Weizen. Weizen ist nicht hier drin, auch nicht hier, auch nicht hier. Ey, Ozlipi, die Kisten machen kein Geräusch. Ja, auch das wird an dem Patch bzw. an dem Update liegen. Da wird's für das Mod bestimmt bald einen Fix geben. Hier sind meine Pflanzen. So, Zucker. Oh, da haben wir aber gar nicht mal so viel. Um was in Schuld ist das? Du hast das noch nicht angebaut. Weil du bist der, der erst letzt hier auf dem Feld rumgerannt ist, also im Keller auf deiner Farm. Es wäre in deinen Zuständigkeitsbereich gefallen, das anzupflanzen und zu wässern und zu ernten. Moment mal, du bist doch der Specko, der hier das alles produziert. Du hättest mir das sagen müssen. Ich muss gar nichts. Ja, vor allem das Upgrade, das lasse ich jetzt mal sein, bis wir die alten Upgrades durchgebracht haben. So, wir müssen auch noch eine Jacke herstellen. Da brauchen wir, glaube ich, 20 Stoff. Ob mir Wyatt böse ist, dass ich ihn einfach hab stehen lassen, während er so voll in Rage war? Unser Küchentisch, der war, glaube ich, vorne neben dem Pilotensitz. Da klopfst du dir einfach während dem Fliegen mal schnell ein Sandwich zusammen. Wofür hat man denn den Autopiloten? Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ach, hier haben wir ja auch noch ein paar neue Rezepte zuletzt gekriegt. Ja, es gibt wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein paar neue, die wir jetzt noch nicht haben. Da müssen wir auch noch auf die Jagd gehen. Ich hätte bitte gern den zuckrigen, süßen Kuchen, beziehungsweise die Torte. Ja, das soll eine Torte sein.
Kuchen ist anders. Vermutlich wesentlich weniger Sahne. Die Eisenrüstung. Tja, welches war die Eisenrüstung? Da muss ich jetzt echt mal gucken. Die Eisenrüstung, das war bestimmt hier noch an der Metal Workstation. Das war Titanium. Outlaw ist Titanium. Bandit ist Stahl. War das dann wirklich? War das am Iron Crafting Table? War das an dem Crafting Table? Nee, dann muss es am Amboss gewesen. Ach, haben wir überhaupt noch einen Amboss hier irgendwo stehen? Boah, Leute, ich hab hier echt gerade keinen Überblick. Ja, da steht er. Sehr schön. So, Deputy Set. Ja, genau, wir müssen die Deputy-Sachen also aus unserer Sammlung raussuchen. Das wird ein riesiger Spaß. Ich habe gesehen, man kann jetzt ja auch hier, ja, das will ich der Vollständigkeit halber sagen, man kann mittlerweile auch die Kontrollen selbst einstellen. Ich habe auch gesehen, dass es wohl etwas neue Mimik gibt für die soziale Interaktion untereinander, also so ein paar Animationen. Da sind einige seltsame Tastenkombinationen involviert. Zum Beispiel für eine Essensanimation Shift-Steuerung links und nach unten. Ihr seht, da passiert ein wunderbares Nichts. Warum ist das so? Läuft irgendwie noch nicht. Vielleicht müsste ich die Tasten auch umstellen. Vielleicht ist das noch in der Entwicklung. Aber es wird da auf jeden Fall mehr Animationen geben. ja, jetzt wird's lustig. Wo sind unsere alten Deputy-Sachen? Die müssten ja eigentlich recht weit oben liegen. In irgendeiner wunderbar überfüllten Ausrüstungskiste. Recht weit oben, weil wir die ja ziemlich früh reingelegt haben dürften. Bandit, Deputy Slacks, das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal das erste Teil, was wir brauchen. Deputy's West. Und wo ist der Hut? Das ist er, genau. Wenn wir das jetzt anziehen, müsste er uns dann dieses Quest geben. Weil wir müssen ja quasi jetzt nochmal mehr oder minder von vorne anfangen. Nur, dass wir manche Quests halt wesentlich schneller erledigt haben werden. So, einen Diamanten. Diamanten. Wo hatte ich hier meine Erzkiste? Die war, glaube ich, noch da oben, ne? So eine Eiskiste. Ha! Ozzlepie, schlau! Diamanten sind nicht hier drin, dann sind sie hier. Okay, wir haben's cool checket. Das haben wir. Ja, den Bug, den können wir später suchen. Da können wir uns ja gleich mal einen neuen Planeten angucken. Vielleicht finden wir ja neue Features. Weil auch hier in diesem System, wo ich jetzt bin, das ist jetzt natürlich ein anderes wie früher. Da sind alle Planeten unerforscht. Halt nur der Startplanet. Ich weiß nicht, was der hier? Ne, wir starten ja immer auf dem Lush-Planeten. Lush, der hier könnte es zum Beispiel sein. Wir sehen es ja, wenn wir uns nochmal runterbeamen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir erstmal noch eine Arschladung Quests vor uns. Mir fällt gerade ein, ich hätte mich ja auch direkt in den Außenposten rein teleportieren können. Egal, jetzt sind wir schon mal hier. Was hier bei einem anderen Char passiert war, links unten ist eine Box aufgegangen, in der unser Schiffskomputer mit uns gesprochen hat und gesagt hat, diese Konsole, das könnte ja ein Teleporter sein. Das ist heute leider nicht passiert. Und das ist auch was, was unter anderem neu ist in den Missionen, dass da halt einfach, dass wir ein paar Tipps kriegen vom Computer. Dass er mit uns Kontakt aufnimmt. Und ich finde, das ist natürlich eine sinnvolle Änderung. Weil so wird man ein bisschen mehr ins Spiel hereingeführt und es fühlt sich halt auch ein bisschen echter an. Und die Schiffsintelligenz, die hat halt irgendwie mehr so ihre Daseinsberechtigung. So, ich meine, hat es ja eh schon, kümmert sich ja um die Upgrades und so. Ja, Upgrade-Modul immerhin eins, weil davon brauchen wir dann auch wieder sehr viele. Das Schwert können wir verkaufen oder so. Ich muss eh mal wieder durch unsere Vorräte gucken. Der Terramart, der hat nichts Neues. Ich habe auch ein neues Mod installiert, das werde ich euch nachher schnell noch zeigen. Da muss ich dran denken, erinnert mich bitte dran. Haha, erinnert den Ozzlepie dran. So, ich muss gerade mal gucken, nimmt noch auf, auch wenn es halt so ruckelt. Es tut mir leid. Es kommt bei Starbound immer mal wieder, da gibt es bestimmt in den nächsten Tagen dann noch einen Hotfix. Juhu, es läuft dann wieder schneller oder so. Ja, vielleicht liegt das Problem auch wieder bei mir, weil ich schon lange keinen Neustart vom Computer mehr gemacht habe, aber ich weiß es nicht. So, wir hatten doch hier noch was. Die mit dem cool Jacket und die Eisenrüstung. Eisenrüstung. Oh, jetzt gibt uns die was. Die will Gunpowder, also 5 Schwarzpulver will die haben. Auch wieder ein altes Quest. Wir sollen mit dem floranischen Gelehrten sprechen. Floranische Gelehrte, dass es sowas überhaupt gibt. Die braucht 10 Kupferbarren, die können wir dann natürlich auch wiederholen von der Bessie. Oh Mann, haust du hier meine Scheiße raus? Ja, weil es ist halt jetzt mal notwendig. Tu es für die Show.
Aber nur für die Show, weil ich der Star bin. Okay, der hier möchte wieder, dass wir den Müllsack samt Inhalt verbrennen. Ich denke, da ist eine Leiche drin, aber ich sag's nicht laut. Madame möchte auch wieder 3 Kokosnüsse. Ich hoffe, die haben wir noch in irgendeiner Kiste rumrollen. So, okay. Bring me unrefined wood. Sowas haben wir zum Glück dabei. Unbearbeitetes Holz. Jetzt, ja, der will auch wieder den Kodex, aber den können wir ja dann schnell ausdrucken. Den müssen wir ja im 3D-Drucker drin haben. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir auch vielleicht sogar für diese Avian-Tante, die da gerade runterkommt, 5 Blatt Papier basteln, weil die genau den Papierflieger haben will. Also mal rasch an eine Werkbank. Ohne lässt sich das scheinbar nicht herstellen. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, ich will das möglichst schnell durchbringen, weil diese Quests, die haben wir ja alle schon mal irgendwann gemacht. Das wirklich Interessante sind einfach die Missionen. Die Mission, bei der sich am wenigsten bzw. gar nichts verändert hat, müsste die mit Dreadwing, dem Piratenpinguin, sein. Ich werde sie zur Sicherheit aber auch trotzdem nochmal machen. Ja, jetzt bietet der uns hier auch schon die nächste Stufe an für unser Schiff. So, bringt mir 2 Diamanten. Schwupp. Jetzt haben wir die Lizenz Klasse 2, die wir eigentlich schon längst hatten. Jetzt können wir ein Upgrade machen, das wir auch schon hatten. Aber wie gesagt, uns geht beim Schiff nichts verloren. Also als ich das bei den anderen Chars ausprobiert habe, war da alles in Ordnung. Ach, und wir brauchen ja noch 10 Stückchen Kupfer. An die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, ne? Ja. Gunpowder können wir doch bestimmt machen. Wir haben doch bestimmt Kohle dabei. Oder 5 Stückchen Kohle, ob das reicht. Sehen wir dann. Braucht es? Es braucht eine Kohle. Ja, das geht genau auf. Wie schön. Okay, dann besuchen wir die rothaarige Madame da unten. Hallo Frau Rotbusch. So, jetzt haben wir eine Rakete gekriegt. Rakete schön. Macht Bumm mit Feuer am Himmel. Auswählen. Benutzen. Ja. Na los. Wie Naior. Sah aber hübsch aus, ne? Gut. Ich glaube, dann haben wir es hier. Ja, hier, das hat sich auch ein bisschen verändert. Der Roboter hier, der ist dazu da, diese Hoverbikes zu reparieren oder ich glaube auch zu bauen. Ich weiß nicht, nee. Hier steht nur Reparatur. Bauen müssen wir es uns wohl selbst irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Das habe ich privat auch noch nicht ausprobiert. Der verkauft hier die Controller. Die sind aber recht teuer. Dafür sammeln wir da ein bisschen was. Ach, und da können wir uns auch ein neues Boot machen, ne? Da können wir ein grünes Segelboot basteln. Das soll größer sein wie das, das wir normal bei der Tech hatten. Die Hoverbikes gibt es wohl in unterschiedlichen Farben. Khaki, Rot und Grün. Ich weiß noch nicht, welche Variante ich haben will. Wieso nicht einfach alle? Okay, ja, wenn du eine Frage hast, sprich mit unserem Dealer. Als würden sie hier Drogen verkaufen. Ja, Weltraumdrogen, da kann man sich nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes wegbeamen, sondern auch metaphorisch. Ja, das mit der Eisenrüstung, das hier ist doch die Eisenrüstung, oder? Deputy, Deputy, Deputy. Das muss doch eigentlich passen. Habe ich da einen verpasst, oder? Oder wie schaut das aus? Oder hätte ich doch eine andere Rüstung anziehen müssen? War Deputy falsch? Aber ich habe doch vorher extra geguckt. Naja. Schauen wir einfach mal nach. Nehmen wir den Teleporter. Auch wenn es hier gerade so ekelhaft ruckelt. Also es tut mir wirklich leid, Leute, dass es hier ab und zu so ein paar Frame-Drops gibt. Es ist keine böse Absicht. Also ich war fest der Meinung, dass Deputy, ne, dass das jetzt Eisen wäre. Deputy, Eisen. Ja, und der wollte eine Eisenrüstung, ne? Wo war's denn da? Ach nee, Stahl wollte da nicht Eisen. Oh, bin ich blöd. Ja, mein Fehler, hätten wir halt mal weiterlesen sollen. So, dann brauchen wir noch 10 Kupfer. Wollte die Kupfererz oder Kupferbarren? Ich nehme jetzt zur Sicherheit mal beides mit. Aber ich glaube, es waren die Barren. Diamanten habe ich ja noch dabei. Dann müssen wir jetzt die Stahlrüstung ausmotten. Stahlrüstung war dann, glaube ich, hier, ne? Ja, die Bandit-Sachen. Okay, alles klar. Puh, ich bin ja gar nicht verwirrt. Stresst mich ja gar nicht, dass ich jetzt hier die ganzen Sachen wieder suchen muss. Gambler hatten wir ja. Wyatt muss ja wieder rumlaufen als El Bandido. Nee, Bandido war ja schon wieder ein anderes Set. Ja, jetzt haben wir hier diesen Papierflieger auch doppelt. Aber er lässt sich stapeln, sehr schön. Ich fände es ja jetzt super toll, wenn sich alle Belohnungen, die wir eventuell doppelt kriegen, stapeln lassen würden.
Aber das wird bestimmt nicht der Fall sein. Ich behalte ja gern 2 Exemplare von jeder besonderen Kleidung oder jedem besonderen Waffenstück. Andererseits, warum sollten wir 2 Papierflieger brauchen? Oder 2 Strandbälle? Puh, Leute, mit dem ganzen Suchen hier, ich muss die Folge wieder länger machen. Sonst öde ich euch noch an, weil zu wenig passiert ist. Das hier wollte ich vor allem weglegen, ja, das auch. Kappe stapelt sich natürlich nicht, weil die hat man doch hier drin, oder? Oder nicht? Bandidos Poncho, Sheriff Slacks. Boah, wenn ich es nicht gleich finde, dann bastel ich mir das einfach neu. Dann sparen wir uns Zeit, verlieren aber natürlich ein paar Ressourcen. Und ich bin ja so geizig. Pirate Pants? Achso, die waren ja Deko, die hatten wir ja mal eine Weile an. Outlaw, 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 Predatory, Predatory. Boah, Leute, ich glaube, ich brauche gleich mal einen Kaffee. Boah. Hatte ich das Zeug wirklich in eine andere Kiste gepackt, oder was? Mir fällt aber gerade ein, wenn ich das nochmal baue, dann geht mir ja ein Stück von meiner ganz, ganz alten Eisenrüstung verloren, weil ja die Rüstungen aufeinander aufbauen mittlerweile. Habe ich das mal weggeschmissen? Habe ich das mal in eine andere Truhe gepackt? Ich weiß nicht, ich habe hier ja noch eine zweite Truhe, da könnte ich ja mal schnell nachgucken. Aber diese Truhe ist nicht sehr voll und ich sehe jetzt hier auch die andere Rüstung nicht. Oh Mensch, das hat eigentlich keinen Sinn, dass ich hier jetzt noch groß weitersuche. Ich will ja ungern Ressourcen verschwenden, aber ich glaube, diesmal muss ich es tun. Ich habe ja bisher nicht mal ein einzelnes Stück davon gefunden, aber eigentlich muss ich das irgendwo noch haben. Ja, okay, wir haben alles dabei. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Stahlbarren zum Aufrüsten. Das ist irgendwie logisch. Stahlrüstung mag Stahlbarren. Habe ich am Ende gar keine Stahlbarren mehr, dann muss ich die jetzt auch noch herstellen. Ich glaube, das Spiel will mir einen virtuellen Tritt gegen meine Kronjuwelen verpassen. Lass ich mir halt mal in die Glocken treten fürs Team. So, Stahl, 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 Stahl. Bandit West, ja genau, das geht genau auf. So. Ach, aber jetzt haben wir hier gleich noch ein neues Rezept gekriegt. Vielleicht sollte ich die Rüstung doch alle nochmal craften. So, das Please Help Me Schild, das hatten wir ja schon mal, das vernichte ich jetzt einfach. Ah, das hat er gleich angezogen. Okay, also Kupferbarren, check. Müll, check. Kokosnüsse. Ja, ich hoffe, ich habe da wirklich nonoch welche auf Lager. Genau 3 Stück haben wir noch, als hätte ich gewusst, dass wir die irgendwann mal brauchen werden. So, dann würde ich jetzt am liebsten auch gern gleich noch den Käfer schnappen. Der dürfte ja auf unserer Heimatwelt irgendwo rumbrummen. Jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwo noch unser Netz? Ich weiß, wir haben die Mission ja auch schon 2-mal gemacht. Aber ihr wisst ja, der Vollständigkeit halber, ich könnte mir nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich das jetzt nicht alles nochmal erledigen würde und euch die Änderungen zeigen würde. So, unser Heimatplanet hat sich auch ein bisschen verändert, aber die Gebäude sind stehen geblieben. Das finde ich recht interessant, weil wir so dann doch noch ein bisschen was davon haben. Also es sind auch schon ein paar neue Gegenden drin. Ah, hier ist ja noch ein bisschen düster, aber das stört ja nicht. So. Puh, wir haben jetzt schon einen großen Teil des in Anführungsstrichen Neuanfangs gepackt. Ich hoffe, das war euch nicht zu viel Wiederholung, aber ich fand, es muss einfach gezeigt werden. Der Kurs ist klar, bei der nächsten Folge wird es genau da weitergehen, bis wir das dann alles wieder abgearbeitet haben. Und natürlich sollen dann die Missionen kommen. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, der Sound in dieser Folge, der ist irgendwie nicht so gelungen. Ich weiß nicht genau, was schiefgegangen ist. Ich hoffe, es war nicht so schlimm anzuhören und ich hoffe natürlich, in der nächsten Folge habe ich das alles einwandfrei ausgebügelt. In der Nachbearbeitung ist das leider ein bisschen doof, das alles auf einen Nenner zu bringen, aber ich werde mein Bestes versuchen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, trotz der vielen Wiederholung. Es würde mich natürlich tierisch freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Dankeschön fürs Zuschauen, bis bald.